Moin und herzlich willkommen dabei Imperium Squeak Wars. Rom gegen Karthago DLC mit Marseille, also beziehungsweise Marsilia. Ja, in letzter Zeit finde ich, es lief eigentlich schon mal ganz gut. Wir sind dabei zu expandieren, haben hier noch gebaut, oder? Demnächst einen Tempel, der hier schöner Stadtwachstum erhöhen kann. So ein bisschen, ja, ich habe mich letztes Mal eigentlich verklickt. Ligurien einnehmen, also die Region hier oben. Ich wollte mir eigentlich die Karte angucken und habe dann das Falsche ausgewählt, wie das manchmal so passiert. Das im Prinzip heißt, dass diese Stadt erobern und dann hier angreifen, auf die Etrusker und Samniten, was natürlich unseren Freunden, den Römern, helfen könnte, falls sie bis dahin überleben. Weil man kann das Ziel im Zweifel auch fallen lassen, falls der Krieg zu gut läuft für die Samniten. Nach dem anderen, wir schauen mal, können ja ein bisschen die Verteidigung ausbauen und alles. Wir können hier inzwischen Diplomaten wieder schicken. Mal gespannt, ob was die von einem Verteidigungspakt nahezu unmöglich. Okay. Ja, gut. Dann, wenn wir mit denen doch noch nicht leider diplomatisch stärker interagieren können. Das Problem ist ja auch mal wieder, Belagerungen kommen in dieser Zeit nicht gut an. So, du solltest hier schon mal eine Brücke errichten über den Fluss. Die Stadt, die wahrscheinlich auch bald uns gehört, und du könntest hier versuchen, den zu vertreiben oder zu vernichten vielleicht sogar. Sehr schön. Ein großer Sieg und den Angriffsperk gab es noch gratis dazu. Ich es gerade richtig interpretiert habe, genau. Ja, die Perks müssten unsere Leute eigentlich auch so langsam mal alle kriegen. Und der kann hier nicht viel machen, weil der wurde im letzten Zug angegriffen. So, und da drüben ist das gallische Territorium. Wie stehen wir denn mit denen eigentlich? Geht so, was haltet ihr davon, wenn wir so ein bisschen nahezu unmöglich? Okay. Danke. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Nur mal Hallo sagen, ihr müsst dann demnächst diese Stadt hier nehmen. Das hier entwickelt sich alles soweit ganz gut. Ja, es ist natürlich die Frage, ob man Genua nicht dann doch... Ne, wir können eh noch nicht bauen. Stein kommt noch nicht so viel rein. Wenn Stein reinkommt, ich meine, wir haben eine Menge Kohle, dass wir eine Schmiede unterhalten könnten. Wenn man die hier irgendwo hinstellt, könnte die hier diese drei Minen nochmal ein bisschen boosten. Das wäre eigentlich ganz schick. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Zug erstmal wieder. Und es wird heute, glaube ich, eine Ticken kürzere Folge. Die letzten waren alle ein bisschen lang und ist ja auch gerade eine Menge los auf dem Kanal. Da muss ich manchmal auch auf die Zeit achten. So, drum würde ich sagen, es gibt mir ein paar der nicht ganz so spannenden Fraktionen. Die Gallier, der Botschafter, fährt weg. Das ist soweit alles in Ordnung. Frage ist natürlich, können die Römer standhalten? Hauen mal wieder einen raus, das ist gut. Verlieren aber da wieder ihre Goldmine. Holen aus zum Gegenschlag hier auf eine Stadt. Schaffen es aber leider nicht. Sogar auf die Hauptstadt der Samniten. Und den immerhin raus. Oh, die Mine ist sogar auch römisch geblieben und da holen sie sich eine andere. Und oh, der. Okay. War vielleicht doch ein bisschen übertrieben direkt hier. Neben der feindlichen Stadt den Siedler unbeschützt zu halten. Und wirklich eine Militäreinheit. Okay, Makedonien wird überrannt, das haben wir auch schon gesehen. Karthago führt Krieg, aber ich glaube, die nähern sich bei uns nicht groß an. Syrien, ja. Neuen Siedler bauen, toll, das kostet gleich wieder massenhaft Gold.
Ja, und die Römer sind immer mieser gelaunt. Ehren die Gallier von sich aus jetzt mal ein paar schöne Sachen anbieten. Wir sollten mehr Nahrung produzieren. Okay, wir sollten mehr. Ein zusätzlicher Siedler. Wenn wir mehr Land für Farm zur Verfügung stellen. Wir sollten also eine Bodenreform durchführen. Ja, warum nicht, wenn der neue Siedler dabei ist? Dann machen wir eine Bodenreform. Also eine neue Farm, 20 Nahrung, ein neuer Siedler. Einer Stadt gab es ein bisschen Ärger. Moral in Genua nahm ab. Da gab es also den Ärger. Und Alba wurde tatsächlich angegriffen. Mal eben, wo ist der neue Siedler? Oben irgendwo. Ah, hier, quasi da. Der hat überlebt. Und ist hier, hat sich hier neu aufgestellt. Er hat nur so getan, als ob er da drüben beim Brückenbau draufgegangen ist. So, denen geht's weiter schlecht. Vielleicht kann unser General mit ein bisschen Überzeugungsarbeit. Nein. Wir haben aber Gold und Einfluss. Sehr schön. Nebenbei die Stadt einzunehmen hat dann auch schon gereicht, die Mission zu erfüllen. Da müssen wir gar nicht zwangsläufig hier drüben in einen Krieg eingreifen. Was kriegen wir? Ein bisschen was von Karthago sehen wir. Genua und Alba kriegen Verteidigung und Einfriedung. Gerade auch in Alba können die die Einfriedung brauchen. Die wurden ja angegriffen. Das neue strategische Ziel Erweiterung. Müssen wir noch den loswerden? Ich finde das irgendwie lustig. Der Normale greift an, zerstört die Stadt ein bisschen, geht zurück, kommt wieder, plötzlich ist eine Mauer drumherum. Was ist das neue Ziel? Erweiterung. Spanien oder Italien? Okay. Oder Korsika und Sardinien. Also Expansion da entlang, wo es möglich ist. Verstehe. Oder es zumindest potenziell möglich ist. Ja, nehmen noch ein bisschen was mit aus der Stadt. Natürlich nur so mittelprächtig loyal ist. Auf den leider nur eine geringe Chance. Tja, die rebellieren uns doch in 3 Sekunden, wenn wir hier nichts machen. Aber Alba ist halt eigentlich schon unsere eigene Stadt. Und der General hat natürlich was gemacht. Ihn hier jetzt stehen zu lassen, ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn da so viele Nomaden in der Umgebung sind. Überlegen, ja, sollen wir die Stadt gehen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die auf jeden Fall überleben? Wobei, die haben wir die Einfriedung erhalten. Zusätzliche Verteidigungspunkte und der hat minimal was abbekommen. Aber es ist, ich will auf Nummer sicher gehen, dass wir auch Alba halten. Den Ort holen wir uns ansonsten zurück, der hat gerade eh schlechte Werte. Das sollte nicht zu lange dauern, im Zweifelsfalle. Und der General überlebt doch schon, frage ich jetzt einfach mal. So, dann hat das soweit schon mal funktioniert. Ach ja, und wir haben einen neuen Siedler, der heute mal ein bisschen mehr Sicherheitsabstand hält. Ach, hier. Wurde in dem Sinne, glaube ich, keine neue Farm gebaut, sondern eine alte geupgradet. Was ja auch ganz in Ordnung ist. Und du ziehst dich hier erstmal zurück. Ich starte nicht, dass da noch irgendwas passiert. So, dann. Irgendjemand von euch fehlt hier minimal der Support. Aber dann versucht die Stadt hier mal einzunehmen.
Ein Unentschieden, ja. Ja, du hast nur 90% Nachschub, sonst wenn du dich hier hinstellst. Kannst die Stadt leider auch nicht einnehmen. Die erleiden schon nur Verluste so langsam. Also ich hoffe, dass wir da verteilt über die nächsten Züge das schon hinkriegen. Der Ort hat schon Stufe 3. Das ist nett. Wird einfach noch mehr bewirtschaftet. Die Sümpfe da müssten natürlich auch nochmal weg. Weil ich möchte jetzt, dass der Siedler hier die Straße durchzieht, wenn die Nomaden weg sind und sich die Situation ein bisschen beruhigt hat. So, ansonsten, also unsere Bevölkerung wächst in ziemlich hohem Tempo. Bin, glaube ich, ab nächster Runde dann... Wobei, wir können jetzt schon forschen. Wir sonst erstmal in Reihenfolge hier Stallung oder noch ein paar neue Perks. Gehen wir erstmal hier rauf. Irgendwie hätte ich gerne mal mehr Steine, dann könnten wir vielleicht mal eine Schmiede bauen. Wir handeln einen raus, also hat irgendwer Stein im Angebot. Hier. Wollen dafür Einfluss. Die Samniten. Einfluss haben wir auch dank der letzten Mission eigentlich genügend. Fragen wir einfach mal freundlich nach und schauen nach, wie das ausgeht, ob jetzt der General drauf geht oder nicht. Aber ich wollte einfach auf zu 100% sicher gehen, dass Alba bestehen bleibt. Sicher, die Einfriedung hätte wahrscheinlich gereicht. Aber es ist ja schon unser Ort. Den anderen kriegen wir im Zweifel ganz gut zurück, weil der moral- und loyaltechnisch angeschlagen ist. Und vielleicht geht es ja auch alles gut. Mal wieder faszinierend, wenn beide Einheiten draufgehen. Der Angriff scheint mir ein bisschen... Aber er überlebt. Okay. Genau, weil der hat schon so viel Schaden. Na gut, und wenn dann der andere den kriegt, dann passt das ja schon. Aus, als ob die Römer hier wieder Oberwasser kriegen. Naja, jetzt der General. Das ist halt der kritische Punkt. Das übersteht dann noch, zieht sich ein bisschen zurück. Und ach nö, die haben einen neuen Krieger. Ist. Muss ich der andere Krieger auch erstmal zurückziehen und heilen. Wir werden wohl einen neuen Krieger brauchen da hinten. Und sonst läuft, also sobald wir das mit den Nomaden geklärt haben, die da rumlaufen, läuft sonst auch der General darüber. Jan. Griechenland abgeht, also wie Makedonien vernichtet wird. Ich glaube, das können wir zum Gutteil skippen. Aber wie karthagische Schiffe hier weiter überall Ärger machen, ist nicht so endlos weit zu unserer Küste. Ja, so, Griechenland. Makedonen, die sich noch wehren. Noch ein kleines Königreich aus der Gegend, die Seleukiden. Aus unserer Sicht ja ganz weit weg. Genauso wie die Ptolemäer. Und da sind wir wieder in Marseille. Ein Geschenk wird uns von der Hellenischen Liga angeboten. Ja, warum nicht? Über sie im Runden Einfluss und Gold, das nehmen wir natürlich an. Also die Samniten nehmen den Handel leider nicht an.
Hungriger Mob ist auf den Straßen. Warum kommt der eigentlich ständig? Wir haben doch. Haben doch eigentlich genügend Nahrung, oder nicht? Deswegen würde ich es diesmal nicht kaufen. Also, die schlechte Nachricht, die haben einen neuen Krieger erhalten, der unseren Krieger kaputt gemacht hat. Der hat ja offensichtlich wieder weiter fortzuführen. Das war natürlich auch der, der den Perk hatte. Ich finde es fraglich, du gehst zurück und wir heilen dich. Und schauen uns das erstmal an. Das Problem ist, die in Genua sind am Rebellieren. Und wir haben hier zwei feindliche Nomaden. Wir müssten eigentlich dadurch, um unseren General zu retten. Das kann man natürlich auch andererseits sagen. Die Einfriedung haben und repariert sind, werden die das ja wohl aushalten. Ich habe jetzt keine Lust, Genua zu verlieren. Ja, sind sie ja, aber die Moral geht in den Keller. Also. Nicht damit betrachtet. Was brauchen wir? Hier drüben brauchen wir einen neuen Krieger, der sich darum kümmern kann. Marseille inzwischen 5, sehr schön. Weil das heißt, hier wird von noch mehr. Na gut, den Sumpf sollten wir auch mal wegmachen. Aber es werden noch mehr Ressourcen eingezogen. Das Feld sollten wir jetzt auch mal, wobei es ist nur ein Hügel. Aber nur so der Komplettheit halber. Und eigentlich bräuchten wir hier auch noch eine Einheit. Naja, du musst eigentlich nach Genua. Ist ja, die Stadt ist ja nur noch größer als Alba, da hätte ich herzlich wenig Lust, die zu verlieren. Und dann haben wir hier noch das Nomadenproblem. Im Prinzip brauchen wir auch noch jemanden. Sonst vielleicht noch einen Pell, aber da haben wir das Eisen nicht für einen Pell-Tasten. Wir könnten einen eigenen Nomaden dagegen setzen. Na gut, der zum Beispiel erstmal nur Garnison macht, während der Peltast da drüben. Genua können wir aber wahrscheinlich. Der wäre sowieso ein bisschen illoyal, wenn wir den Genua bauen. Und so holen wir uns hier noch einen Nomaden. Vier Runden, naja. Ist das ganze schöne Gold erstmal wieder drastisch reduziert. Können wir mit der hellenischen Liga? Könnten schon, aber es ist nahezu unmöglich, dass die irgendwas was von uns annehmen werden. Schade eigentlich. Was kostet eigentlich inzwischen hier? Ja, 3 und ein bisschen Holz. Ich glaube, das geht inzwischen sehr an die Reserven, wodurch wir im Minus sind. Ich fürchte, wir fallen. Nein. Wir müssen die Stadt. Hauptstadt rausnehmen aus dem Programm. Danach gibt es ja vor allem jetzt einen Schwung auch kleinerer Städte. Jo, 1,74. Das ist schon deutlich humaner. Gut, zum Teil, weil die neue Einheiten bauen, aber zum Teil auch, weil sie sowieso nicht größten davor waren. Aber Genua ist jetzt unsere zweitgrößte Stadt. Die dürfen jetzt einfach nicht rebellieren. Produzieren hier ja auch eine Menge Nahrung, auch über das neue Feld und so. Ja, der Siedler kann hier eigentlich auch raus. Du gehst hier sonst erstmal in Sicherheit und kannst dir ja zum Beispiel die Sümpfe da drüben angucken. So, und jetzt hätte ich aber sonst wirklich gerne, dass wir uns noch ein bisschen Stein reinhandeln. Rom hat Stein im Angebot und will dafür Nahrung, Sklaven. Gold kriegt ihr nicht. Wir könnten euch ein bisschen Kohle anbieten. Sonst mal einen netten kleinen Handel machen. So, und hoffen, dass die Nomaden. Was sind das schon 3? Ich bin irgendwie sehr froh, dass Alba eine Stadtmauer bekommen hat. Einfach so gratis. Muss mal sehen, ob wir den General da demnächst irgendwie evakuiert kriegen. Die Loyalität in Genua hoffentlich wieder besser wird und die das. Okay,
Es sind in dem Sinne nur freie Städte, die gerade Ärger machen. Aber sie machen eine Menge Ärger. Bande, ein Botschafter. Zufrieden sind die Leute halbwegs. Auf da. Könnte man sie vielleicht demnächst irgendwann holen. Oh, dann springen wir mal ein bisschen. Geil, die haben sogar direkt bei ihrer Hauptstadt Probleme mit freien Städten. Ja gut, die heutige Folge soll ja nicht zu lang werden. Ich glaube, wir gehen sonst mal auch schnell in unseren Zug wieder rein. In hier und da ein paar Verschiebungen oder sonst bespringen wir es kurz mal. Wurde unterzeichnet, sehr schön. Hier wird wieder ein bisschen was angeboten mit Sichtweite. Können wir ruhig annehmen, finde ich. Ein Geschenk der Gallier. Oh, das ist freundlich. Also ein bisschen was von fast allen Ressourcen über 6 Züge. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall an. Und wieder Botschafter, die Ärger machen. So, okay, zugegeben, es wäre schon interessant gewesen zu sehen, was passiert. Unser General ist mächtig angeschlagen, aber konnte sich noch in die Stadt retten. Könnte aber trotzdem bald vernichtet werden. Und hier nicht unsere Felder, sind die anscheinend auch. Also wenigstens dieses große Feld brauchen wir schon zurück. Ja, die Nomaden sind da ein bisschen durchgegangen. Moral bei 50%, leicht erhöht. Ich hoffe, die rebellieren jetzt nicht genau in dem Moment. Nur für die Nahrungsversorgung ist es halt schon irgendwie wichtig. Das bringt immerhin 3,3 ein. Das kann man nicht ignorieren. Und der andere auch 1,2. Also es ist schon wichtig, das zu halten. Also Rechtsklick dann. Du gehst in die Stadt rein, weil den nächsten Angriff würdest du nicht überstehen auf dich. Ihr habt das zurückgeholt. Der Siedler eilt nach hier drüben, um die Sümpfe wegzumachen. Und der Krieger macht sich erstmal fit. Okay, da oben haben die ein bisschen geplündert, aber was soll's. Du heilst dich erstmal. Selbstheilung sollte reichen. Und wenn der andere Krieger fertig ist, dann marschiert ihr nach Norden. Ja, der General wurde angegriffen. Achso, ein Nomade hat sogar Genua angegriffen und ist dabei draufgegangen. Das Entscheidende ist jetzt, dass die Stadt nach Möglichkeit nicht die Seiten wechselt. Dass Genua nicht rebelliert. Die sind immerhin auf 50% wieder rauf. Das war halt für die Nahrung sehr entscheidend, damit das nicht zusammenfällt, das wiederzukriegen, diese Felder. Mit der Ertrag stimmt. Ja, und Steine haben wir jetzt noch nicht, um eine Schmiede oder sowas zu bauen. Aber das demnächst. Unsere Hauptstadt. Natürlich auch nicht so übermäßig weiter wachsen. Weil sie aus der Geburtenpolitik raus ist. Aber 2,4 Gold. Das ist doch schon mal ein schöner Wert. Na gut, die Goldmine bringt schon ein bisschen mehr, ein ganz bisschen. Gold ist auch so eine Sache, was nur positiv ist, weil noch viel gehandelt wird. Also ich würde schon sagen, dass wir uns demnächst eine Schmiede bauen, die hier in der Nähe boostet. Und so viel Einfluss hier auf der hohen Kante liegen. Könnte bald über, na gut, 18 Einfluss, dann ist er auch ganz schnell weg. Aber sonst, ob man den nicht vielleicht ein bisschen raushandeln kann, wäre auch den Einfluss. Und, naja, Steine. Aber das haben die Saniten gerade schon abgelehnt. Sonst brauchen gar nicht mal so viele Leute Einfluss, ehrlich gesagt.
Oben hat Gold im Angebot und der Einfluss ist neutral, sonst können wir die ja fragen. So, Steine. Da müssten wir den neuen Handel haben ab jetzt. Dass wir im nächsten Zug eine Schmiede errichten können, denke ich. Hoffe ich, vermute ich. Ja, ich glaube, wir können den Zug beenden. Schauen uns jetzt noch mal wieder Gänze an, wurde ja eben ein bisschen geskippt, was auf der Welt so los ist. Und hoffentlich rebelliert Genua nicht, der General, und hoffentlich rebelliert die andere Stadt nicht. Nicht überlebt der General. Ja, die Gallier haben eigenen Ärger mit unabhängigen Städten. Und die Römer. Oh, die Samniten haben Hopliten und greifen jetzt Rom selbst an. Passiert dabei aber mal einiges an Schaden. So, die Römer sind auch im Krieg mit den Galliern. Bedrohen die samnitische Hauptstadt, während die Samniten die römische Hauptstadt bedrohen. Wobei, die sind ja in der Konföderation. Es könnten auch die Etrusken gewesen sein. Der General Feldich hat gehofft, dass das Einquartieren ihn vielleicht rettet. Der Peltast überlebt. Hellenische Liga, die machen hier mit gegen die Samniten. Hier hinten und mit den Karthagern waren sie ja auch lange, sind es hoffentlich auch noch lange im Krieg. Weil dann die Karthager höchstwahrscheinlich nicht zu uns kommen. Ja, deren Verfall war ja zu sehen über die letzten paar Runden. Züge, die halten sich hier noch ein bisschen. Okay, sie haben noch mal einen Hopliten und es sind gerade gar nicht so viele Gegner in der Nähe. Vielleicht können die doch noch hier am Rande sich noch ein wenig halten. Sind wir hier? Seleukiden. Okay, das ist natürlich ziemlich weit draußen aus unserer Sicht. So, und jetzt Genua da. Also, der wurde unterzeichnet. Sehr schön. Wir kriegen also wieder Gold rein. Friedliche Durchreise. Ja, können wir sehr, sehr gerne annehmen. Dann Illyrien ein paar Informationen auch gerne. So, ein Stein gegen eine Nahrung. Kann ich eher ablehnen, wenn. Wir haben drei Eisen gefunden, sehr schön. Also, Genua hat nicht rebelliert. Schauen wir noch mal rein. Noch minus 3,8. Jetzt gerade ehrlich gesagt eigentlich gehofft, dass die Rückeroberung der Felder das schon wieder in Ordnung bringt, weil es ja die Nahrungsproduktion noch mal ganz schön anhebt. Das scheint aber tatsächlich leider nicht der Fall zu sein. Okay, das heißt, man müsste noch einen Nahrungshandel machen. War irgendwas Besseres als ein 1-1.
Dann die Geburtenpolitik noch mal leicht zurückfahren. Wenn die Städte nicht zu groß sind, dann die ja auch ein bisschen weniger Nahrung nur. So, und hier natürlich Sümpfe entfernen. Wenn wir das durch Felder ersetzen, kriegen wir hier zum Beispiel auf denen direkt 2,5 Nahrung. Das könnten wir hier drüben, denke ich, auch noch kriegen. Ansonsten, dieser Krieger ist wieder fit. Aber bevor du da oben rauf marschierst, würde sagen, achso, können wir eben gar nicht in meinem Perk trainieren. Wahrscheinlich, weil gerade in der Stadt was gebaut wird. Sonst wartest du noch auf den anderen Krieger und ihr versucht dann nochmal in Demesos anzugehen. So, und du hier drüben kannst diesen Zug eh nicht viel machen. Es ist aber möglichst bald hoffen, die Stadt noch retten zu können, bevor die irgendwie wieder die Seiten wechselt. Damit unsere Eroberung hier festbleiben. Tja, und Genua. 50% Moral. Vielleicht kann man einfach hoffen. Oder du gehst noch einmal nach Genua rein. Natürlich alles im nächsten Zug. Also ja, du wartest auf den anderen Krieger und ihr geht nach vorne. Hier unten ist bald ein Nomade fertig. Der kann dann nach Genua. Dann gehst du erstmal noch da rein. Wenn wir das dann demnächst da hochgehen. Wir müssen irgendwo noch Nahrung auf dem Markt auftreiben. Und könnten aber dann auch demnächst eine Schmiede bauen. Kohle für den Unterhalt ist ja genügend da. Eisen ist nicht so viel, aber hier, wenn wir es richtig platzieren, können wir ja auch eine ganze Menge erwischen. Hier hätten wir schon 4 Ressourcen. Kohle, Eisen, Stein, Gold. Also allem, was wir haben. Ja, das, also klar, sollte da eigentlich ein Feld hin für die Nahrung, aber ich finde eine Schmiede, die dann alles hier erwischt, die können wir vielleicht im nächsten Zug dann da bauen. Ja, und weiter Probleme mit Stadtstaaten. Ich hoffe, der Offensivversuch 2 gelingt da oben und dass das hier drüben in Ordnung kommt. Die Römer scheinen ja zumindest noch zu überleben. Aber wir müssen das hier erstmal in Ordnung bringen und klären. Und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.